somit grüßt ihr zurück zu Mass Effect. Das müsste sein Episode 19 dieses ganzen Debakels. Und zwar, wie es letztes Mal angekündigt, wir untersuchen nun das Hydra-System des Argos Row Clusters, weil wir ungewöhnliche Signale aufgefangen haben. Wir speichern dort noch einmal. Du siehst eh seitlich. Da rechts siehst du eh, wenn ich was aufnehme. Ich habe zu der Zeit Nachmittagsschicht. Also nur, dass du Bescheid weißt. Und dann nehme ich bis. Meistens bin ich bis 4 in der Früh auf. Ja, genau. Natürlich sehr sinnvoll. Gut, ich überschreibe das jetzt nur mal zur Vorsicht. Man weiß ja nie, was noch kommen wird. Wir müssen. Jetzt habe ich wieder den Raster vergessen. Den Cluster, Basta. Ja, was weiß ich, wo wir da hin müssen. Okay. Strenus, Noveria. Da gehen wir jetzt wieder aussehen. Exodus, Lokal, Artemis, Hades Gamma, Gemini Sigma, Argos Row, genau, Hydra, Phoenix, das kann jetzt aber nicht stimmen, Pharos, Voyager, Armstrong, Kepler, Hawking, Exodus. Jetzt muss ich nochmal das Daten in die Karte reinschauen, beziehungsweise ins Tagebuch. Hydra-System, Argos Row Cluster. Ah! Hydra-System, Argos Row. Hydra. Naja, da ist ja einiges los. Thea, aber nix. Metgos. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argos Rot. Wiederhole. Argos Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Na gut. Für Abenteuer sind wir ja immer zu haben. Kurz einen Blick. Wir nehmen jetzt mit mein Kaidan und die Ashley. Genau. Bestätigen bitte, dankeschön. Aber und ehrlich gesagt, ich weiß halt gar nicht, wo das alles andere einmal dumm liegt. Da dieser Datendisk vor die. Also da muss ich noch was machen. Okay. Naja, viel haben wir ja nicht mehr. Das wird interessant, ja? Darf man nochmal speichern? Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Was haben wir denn da als Transponder-Signal? Anomalie. Trümmer. Anomalie. Das liegt eigentlich eh alles hier in dem Becken. Na gut, Becken ist übertrieben. Aber... sollte. Nein, ich verschreie nichts.
Weil dann hau ich mir wieder selber einen Hackel ins Kreuz. Das will ich wieder nicht. Warte mal. Das ist da oben irgendwo. Geht das? Kommst du da nicht auf hin? Dann probieren wir es da um. Komm, da! Spätestens dann, wenn das, wenn sie die, wenn sie der Untergrund von dein auf das verändert, kommst du nicht mehr weiter. Na toll. Toll. Kurz einen Blick. Bei der Untersuchung des Wracks fanden sie einen Brief, der mit Insignien der Gotteskolonie gekennzeichnet war. Leider ist der weitere Text nicht lesbar. So, jetzt haben wir die Anomalie und jetzt daher. Und das so schnell wie möglich. Super Kenny, du bist so gut heute wirklich. Weißt du was, wir holen das Vorkommen auch noch, oder? Nein, mag ich nicht. Da ist das abgestürzte Schiff. Das muss der richtige Ort sein. Vorsicht, Commander. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Geht! Das ist eine Falle! Was haben wir gedacht? Wir haben ja schon lange nichts mehr gehört von dir. Geht! Shit. Wir müssen uns irgendwo verstecken, ganz kurz. Aha. Nummer R. Ich hätte gesagt, wir gehen einfach einmal in Kampfposition und holen uns da die letzten zwei Deppen, was nochmal dumm Deppen ist.
Tschüssi. Da sind wir, glaube ich, mal so weit durch. Tagebuch ist gestanden. Ich glaube, da sind wir fertig. Ja, schaut nicht schlecht aus. Wie ist denn jetzt da das drum, was da mal drum liegt? Ah, da unten. Ja, das ist ein bisschen zu weit zum Marschieren. Ja, ansonsten haben wir wieder auf die Namen, die hilft ja nichts. Na. Okay, passt. Zurück auf die Namen, die. Und dann fangen wir jetzt einmal an. Ja, was fangen wir jetzt eigentlich an? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Wir werden es jetzt so machen. Wir werden die nächste Aufnahme... Warte mal kurz, da habe ich jetzt gerade was gesehen. Wo ist das? Navigator. Hitzelastmonitor untersuchen. Bingo. Joker sprechen. Ich hätte gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, Sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch Ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Wenn wir Ihnen einen Orden geben, müssen Sie sich mit Politikern und stundenlangen Podiumsdiskussionen herumschlagen. Gutes Gegenargument. Wahrscheinlich müsste ich mich dann auch rasieren. Das ist mir kein Orden wert. Also, worüber wollten Sie sprechen, Commander? Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Das ist richtig. Ich muss gehen. Bis dann. Natürlich. Wie machen wir das jetzt da? Kann man mit ihm reden? Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Ma'am. Das hatte man auch über Nihlus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist natürlich, naja. Das ist nicht das Problem, Commander. Das bin ich. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Alle im Boot. Hilfe ist immer gut. Alle im Boot. Ich nehme mal an, dass jetzt Mannen werden, alle im selben Boot, ne? Dies hier ist wichtiger als die Menschheit. Saren ist eine Gefahr für alle Völker der Galaxis. Und ich habe kein Problem damit, die Hilfe anderer bei der Jagd auf ihn anzunehmen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Das freut mich. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Wow.
So kannst du es natürlich auch in die Hähe schraufen. Vorbildlich, etc. Jetzt wollte ich eigentlich... Weißt du was? Da wir eh schon da unterwegs sind, auf der Normandie, werden wir ein bisschen mit den Teammitgliedern quatschen. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was Neues. Schauen wir mal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt einmal zur guten Liara, mit der man bis jetzt am wenigsten geredet. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wo die ist. Okay, die sitzen rum und starren sich an. Das ist natürlich, ja. Was gibt's Neues? Commander, haben Sie eine Minute Zeit? Ja, ich bin ganz Ohr, Hersto. Ich nehme mir immer Zeit für meine Offiziere. Aber ganz unter uns, ich glaube, hier stimmt was nicht. Dieser Saren sucht nach Aufzeichnungen über eine Art galaktischer Zerstörung. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Ist irgendwie witzig. Endlich kommen wir hierher und dann ist die letzte Grenze bereits besiedelt. Und die Siedler scheinen nicht mal beeindruckt zu sein von der Aussicht. Oder den Gefahren. Naja, so kann man es auch sehen. Das ist ja... Und die Siedler scheinen nicht mal beeindruckt von seiner Aussicht. Oder, naja, so kann man es auch sehen. Das ist irgendwo richtig. Was für ein Romantiker. Haben Sie sich schon für den Traum angemeldet, Alenko? Die Zukunft der Menschheit im Weltraum zu sichern? Ich habe als Kind viele solcher Bücher gelesen, in denen der Held ins All fliegt, um der Frau, die er liebt, seinen Wert zu beweisen. Oder, Sie wissen schon, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Vielleicht war ich anfangs sogar ein Romantiker. Aber ich dachte darüber nach. Nach dem Lager Gehirnwäsche, Entschuldigung, dem biotische Akklimatisierung und aktive Temperenztraining. Ich suche nicht nach dem Traum. Ich will nur etwas Gutes tun. Sehen, was es da draußen alles gibt. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Seien Sie einfach bereit, ist schon in Ordnung. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden... ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Sie glauben nicht an Versehen? Ist es fraglich, wie Sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Connetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Klingt hart, reden Sie weiter. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Ist ja auch egal. Das hier sollte eine schnelle Nachbesprechung sein und kein angeregtes Gespräch über Sachen, die Jahre zurückliegen. Ich kenne meine Crew gern. Wir müssen im Kampf einander vertrauen. Ich würde gern wissen, was für eine Art von Mann ich in meinem Rücken habe. Verstehe, Ma'am. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Werden Sie mit jedem so persönlich? Was denken Sie bis zu einem gewissen Punkt? Was denken Sie? Nein, tue ich nicht. Wir reden später nochmal. Ich brauche etwas Zeit, das zu verarbeiten, Commander. Aber ja, das würde mir gefallen. Na gut, jetzt haben wir das auch geschafft. Ich mache dazu mal einen kurzen Schnitt, beziehungsweise ich schalte auf Pause und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Eigentlich, ja, du wirst es gleich sehen. Bis gleich.
So, da. Weiter geht's. Wir haben noch ein klein wenig zu sprechen. Was haben wir denn da? Also, das war Shepard's Spind, glaube ich. Was haben wir denn da? Medigel aufstocken, ganz wichtig. Ah, da ist die Chakwas. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie? Persönliche Fragen, das haben wir alles schon dabei, glaube ich. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Jo, vierte. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geth gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Keine Ursache. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benezia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Ich kenne das Spür schon. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Benezia. Wissen Sie, warum sich Benezia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Sie klingen besorgt. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benezia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Die Kultur der Asari. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Natürlich nicht. Wir wollen ja schon ein bisschen... ja, du wirst es sehen. Wie ist das möglich? Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Wissen Sie, wen Matriarchin Benezia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Okay, Sie wissen nicht, wer es war. So etwas können Sie tun? Benezia hat Ihnen nie den Namen Ihres Partners verraten? Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen.
Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen. Oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß. Insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Leben Sie wohl. Naja, da ist ja sehr zweckoptimistisch, die Gute. Den Kai, dann haben wir schon. Jetzt schauen wir mal zu den anderen. Was ist denn das? Ja, jetzt steig auf dem Bett, packst du einen mit umkrallen mit den Schuhen, du. Da gibt's nix. Dann einen Stock tiefer. Ich glaub, tiefer. Ja. Wir haben ja noch 3 Charaktere. Offen und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen Witcher-Vergleich ziehen würde, ich habe The Witcher 3 bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Das große Problem ist, hier in Mass Effect habe ich mehr, wie sagt man, in dem Spiel habe ich weit mehr Charaktere, an die ich mich irrsinnig gern erinnere. Weiß aber nicht warum. Frag mich bitte nicht. Ashley, Liara. Oh. Oh, das habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Aber weißt du was? Wir werden das jetzt ein bisschen so nebenbei jetzt da als Abschluss für diese Episode machen. Wir werden einmal die Mannschaft ausrüsten. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht eigentlich, muss ich sagen. Schande auf deinem Haupte! Machen wir das. Dann können wir die beseitigen. Liara, du kriegst diese hier. Der Rest wird verwertet. Ah! Die Upgrades müssen wir noch installieren, falls wir welche haben, heißt's. Wurscht. Da ist der gescheiter, gell? Na, Spiel, schaffst das, danke. Machst mir grad stolz. Weil die Universalgel können wir eh benötigen.
Universalwerkzeug. Alter. Und ich hab das, ich Idiot, hab sowas nie gemacht eigentlich. Das ist ja fast eine Frechheit. Bioverstärker. Stärkebonus 0. Weißt du was? Wir werden da weiter ist nehmen. Stärkebonus haben wir da aber nix. Aber ich hätte mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so blöd. So, was habe ich für die an Rüstung? Im Prinzip nix. Das freut mich für mich, dass ich für die nix habe. Upgrades. -30. Oh Gott, das ist ein... Bist du deppert? Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass das doch so... Ich habe mich mit den anderen nie befasst, eigentlich. Wenn ich ehrlich sein soll. Was eigentlich hier traurig ist. Ich glaube, Giftschaden bringt sie nicht so viel. Oh Gott, das geht ja da weiter. Waffenstabilität. Kampfscanner. Einige Feinde nutzen Störtechnologie, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Das hört sich aber geil an. Plus 30% Waffenwirkung. Wo war denn das jetzt da? Erkennung Level 4. Na. Präzisionsgewehr. Also ich muss ja da umgehen. Das ist natürlich eine sehr interessante Mechanik. Das hätte ich schon viel früher anfangen. Aber da wie das das erste Mal gespielt, aber jetzt blöd dafür wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Universalwerkzeug. Dann sind wir dort eigentlich hier durch. Das macht aber gerade richtig Laune, der scheiß Tully. Hab jetzt alles schon bei der... Achso, sie ist ja von Grund auf schon relativ gut ausgestattet, weil bei ihr habe ich eigentlich noch nichts gemacht, kommt mir vor. Fünf, sechs. Kampfscanner 4. Level 1.
Universalwerkzeug, da müssen wir schauen, ob wir für sie irgendwo was kriegen. Lasst es mir nicht vergessen, dass wir das demnächst dringendst machen. Rex, habe ich für die irgendwas? Und ich Trottel, ne, wir haben ja keine gescheiten Waffen gehabt, also von denen her ist es eigentlich eher unnötig. Mittelschwer-Kroganer. Ja, da bleibt eigentlich nur der über. Wo waren der jetzt da? Genau. Brand 5. Mal schauen, ob da wie viel Unterschied das macht. Ja. Brand. Noch mehr einer, bitte. Ja, ich glaube, wir gehen da ab 26% mehr Schaden. Dann haben wir da noch die Brandmuni. Noch mal bitte. Kampfscanner. Kühlkörper 2. Ja. Präzisionsgewehr. Brandmuni. Brandmuni 4. Chemisch, Kryo. Das bringt sie alles nichts im Prinzip. Ah! Level 4. Kühlkörper Level 1. Das bringt sie alles nichts, so gesehen. Bio-Verstärker. Da hat er nichts. Das Problem. Warte mal. Onyx 3. Mercenary 1. Ja, wir können ihm eigentlich eh nur die Rüstung lassen. Und den Rest haben wir dabei soweit. Garus. Ah, sehr interessanter Charakter. Weißt du was? Brandmuni. Na. Präzisionsgewehr. Brandmuni. Ja, viel mehr können wir jetzt momentan eh nicht machen. Weil mir einfach die Ausrüstung fehlt. 5. Universalwerkzeug nix. Ah. Nehmen wir die dabei, ha? Das schaut nicht mehr so schlecht aus, die Geschichte, dir sag es. Brandmuni. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Scheiß. Aber egal, wir werden das dann alles noch im Laufe des Spiels sehen. Da sind wir dann eh fertig. Ja. Kaidan. Sollen wir es wirklich riskieren? Organisch.
Dann müssen wir das nehmen. Universalwerkzeug. Predator Leichtmensch. Ja. So, Kai, dann. Mit dir sind wir auch fertig. Und die gute Ashley. Die Nudel. Weißt du was? Schildumgehung. Ja, aber nicht Kryo. Aber ich habe sonst da nichts anderes. Protonenladung. Weißt du was? Das hört sich geil an. Stabilisator 4. Ja, was anderes haben wir da eh nicht. Nehmen wir den Scheiß. So, Schrotflinte. Kryo-Munition. Wir nehmen da die Protonenladung. Kühlkörper 2. Ja, was anderes habe ich mir einmal. Tut mir leid. Wir müssen dabei mit dem, was wir da haben, vorlieb nehmen. Präzisionsgewehr. Protonenladung nehmen wir einfach. Da haben wir eigentlich nur mehr. Super. Wurscht. Besser wie nix. Da reitet mich doch glatt ein Pferd. So. Ich hätte gesagt, nachdem wir jetzt die Mannschaft ausgerüstet haben. Warte mal. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Dankeschön, Meister der Mütze. Du bist ja fast. Du bist ja ein selten guter Mensch, du. Wir haben 218.000 nur in der Klasse. Im Prinzip gar nichts. Boah, ich könnte das alles verkaufen eigentlich, weil den Rest haben wir schon. Wir brauchen ja Geld. Rüstungsupgrade. Hä? Das ist Stufe 4. Also das, wir halten uns eins. Ja. Wir werden im Laufe des Spiels sicher noch bessere Sachen finden. Wir haben einen weiten Weg vor uns, so ist es ja nicht. Kaufen. $237.000, bist du deppert. Sturmgewehr, Vergleich ansehen. Pistole. Boah. 48, 150, 0.
Präzisionsgewehr. Wisst ihr was? Wir werden das einfach so belassen, gell? Weil in der nächsten Aufnahme reden mit Garrus, Rex und Ashley. Danach werden wir uns auf die Zitadelle begeben. Ich glaube, wir haben halt... Ah! Siehst du, ich habe noch 2 Punkte zu vergeben. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Wo machen wir denn weiter? Eigentlich wollte ich beim Dings weitermachen. Am Präzisionsgewehr, genau. Da wäre eigentlich die eine Präzisionswaffe nicht unbedingt unschlecht, sag jetzt einmal. Weißt du was? Dazu dann in der nächsten Episode mehr. Und wir haben jetzt da die Mannschaft ein bisschen ausgerüstet, mit dem, was wir halt haben. Dann in der nächsten Aufnahme reden wir noch mit den 3 Charaktere, Rex, Ash und Garrus. Danach hätte ich mir gedacht, geben wir in der Citadelle die Missionen ab, scannen die Skipper alle miteinander nochmal, der Fan, das werden wir uns auch nochmal anschauen, und werden dann auf der Citadelle noch einige Sachen erledigen, und dann dürften wir eigentlich schon soweit sein, dass wir uns aufs große Ganze konzentrieren können, entweder Pharos oder Noveria. Noveria, ich glaube Noveria ist es, wo es in Richtung Benezia geht. Da bin ich mir zwar nicht ganz sicher. Wir werden es dann alles noch sehen und wir werden es dann alles weiter entscheiden. So jetzt ich sag. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass du ein bisschen Spaß gehabt. Baba dabei.